Ho, 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 der Weihnachtsmann kommt auf seinem Schlitten. Ja, willkommen auf meinem Kanal. Das ist heute mal ein Sonderset. Gibt es zu kaufen in einigen Lego-Stores, also zumindest in Köln, gibt es den Schlitten hier zu kaufen. Designt von den oder einem Mitarbeiter von dem Store. Ich finde den ganz gelungen. Diese Sonderteile, diese goldenen Verzierungen, die man jetzt hier als Schlittenkufen genommen hat, die sind auch in der Picke-Prick-Wand dort in Köln aktuell. Habe ich mir auch reichlich mitgenommen. Und die sind halt in so 1x1 Bricks mit Pinloch an der Seite, sind die halt reingesteckt. Und dann hat man hier quasi auch mit Snot-Bautechnik das Ganze aufgebaut. Den Schlitten hier so verbunden. Was ich auch noch nicht kannte, war, dass man hier so eine Plate noch an so ein Zaunelement mit Noppen andrücken kann. Also im Prinzip fast schon eine illegale Bautechnik. Zumindest nicht so direkt ersichtlich, dass sowas geht. Ja, wie gesagt, der Weihnachtsmann ist hier mit seinem Sack und hinten drauf hat er schon ein paar Geschenke. Das sieht alles ganz schön aus. Das Herz nochmal so als Deko an der Seite, auch eine ganz schöne Idee. Ja, und irgendwie dachte ich mir, fehlt da noch was. Und dann habe ich einfach mal geguckt und ein ganz rudimentäres Rentier noch versucht zusammenzustellen. Diese Dinger kann man hier auch schön als Hörner nehmen. Und hier hinten quasi einfach nur so ein Clip dran gebastelt. Und dann haben wir den Schlitten mit dem Rentier verbunden und es sieht gleich noch ein bisschen nach mehr aus. Ich habe jetzt hier quasi diese Bar für das Ding hier ersetzt. Das ist halt auch nochmal hier so ein Snotstein und da sind halt zwei Fliesen drauf. Der war hier quasi hier vorne, um das so ein bisschen wuchtiger darzustellen. Den habe ich jetzt einfach mal weggenommen und habe das damit ersetzt. So, und jetzt kann dann der Weihnachtsmann schön durch die Luft fliegen und den Kindern die Geschenke bringen. Ja, ach so, preislich gesehen, natürlich ohne dieses Rentier, haben sie da jetzt einen Preis von 6,81 Euro aufgerufen. Also haben sie wahrscheinlich die Teile so ein bisschen kalkuliert und ja, dann wieder die übliche Mehrwertsteuerreduktion. Deswegen kommt dann dieser etwas interessante Preis zustande. Nee, aber finde ich, sollte man auch ein bisschen wertschätzen. Die hatten das auch noch nett in Folie verpackt. Also das war quasi so als Geschenk direkt gedacht für jemanden, der im Lego-Store ist und das jemandem dann zu Hause vielleicht mitbringen möchte. Ich habe es mir selbst geschenkt, von daher gleich ausgepackt. Ja, was haltet ihr davon? Sowas ist eigentlich eine coole Idee. Ich finde die Teile auch in Ordnung. Es ist jetzt nicht mit den simpelsten Teilen gebaut, sondern man hat sich da schon echt Gedanken gemacht, denke ich mal. Gut, und wie Lego so schön ist, man kann immer noch ein bisschen was erweitern. Das ist das Schöne. Okay, das soll es für das kleine Review hier gewesen sein. Bis bald. Ciao. Ho, ho, ho.